Aber das bin ich gewohnt, denn da bin ich immer höheres Level als ich, weil du so abartig guter Spieler bist wie der Lyric. Kennt ihr den Lyric? Bernhard? Ja. Es ist bei dir sehr gefährlich. Du musst jeden Moment damit rechnen, dass du einfach wegrennst. Ja, und einfach, ja super. Guck dir nebenbei, wie sich einfach die schwulste Leid ablecke. Du kannst doch alles gucken, aber doch das nicht. Warum? Als ob schon nichts käme. Das kann nicht Sinn. Ich bin heimgekommen von. Von wo bin ich denn heimgekommen? Vom Walke? Also von irgendwo guckt sie, oder ne? Ist einfach Prince Charming bei TV Now. Das muss jetzt echt nicht sein. Und ich dachte halt. Also ich dachte warum halt, gibt's dass denn das überhaupt? Ich dachte halt, dass es vor allem der Bachelor halt nur heißt anders da. Und plötzlich kommen die schwulste Leute ever hin. Ich hab so gedacht, was ist mit der Apple? Aber wenn das einmal angefangen hast, kann sie nicht aufhören. Ah ja. Ja, warum, also warum gibt's nicht Prinzessin Charming? Vielleicht gibt's das ja mal. Oh, guck, da wird schon gelacht. Wenn er lacht dich aus. Du willst gar nicht gut, stimmt's? Ja, korrekt. Downtown! Dann hat er Downtown freigeschaltet. Bist denn du? Bist du der Kohlrabi da? Weiß ich, dachte ich kann getarnt bleiben, aber du hast sofort erkannt. Ja, guck. Bennett, die sind so schwul, dass der einfach, der geht vom End ins andere Zimmer fünfmal und leckt mit jedem so mächtig darum. Das ist direkt der Unfall passiert. Hat es Tote gehabt? Ja. Das Spiel hat man eigentlich erst da schon mal Level 30 ist, ne? Bist du noch da? Aber was ist denn? Ich bin da beschäftigt, ich schaff. Was schaffst denn du? Oh ja, ich Unfall. Boah, wie ist denn das? Mal da, mein lieber Mann. Maschine. Was ist mit der schon Gerät? Ja, ich mach Fotos. Klär das ab. Bitte schön, Officer. Die lasse ich direkt nur blasen. Dann darfst du gehen. Oh. Alter. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? 0,17? Benner, der hat ja auch so viel Loch. Ja,
ins Loch. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich bin wohl nicht wirklich gut gefahren. Tut mir leid. Hier, Ihr Unfallbericht. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Bitte. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, ich werde in Kürze bei Ihnen sein. Excuse me. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Verdächtige Person in Gewahrsam. Gerade Moment, Bernhard. Muss da was abklären. Der hat gesoff. Wer? Der da, direkt rechts. Die Sau. Der da? Der Blaue. Der da. Ja, wo ist er nie? Das Auto ist verschwunden. Alter, das Auto. Ja, das Auto ist verschwunden. Der wuchs sofort, ist einfach weg. Alter, wäre ich nicht in den Busch gefahren, verloren. Wo steht denn der da? Kann man denn abschleppen oder so eigentlich? Hm. Wenn er auf dem Gehweg parkt? Glaub nicht. Soll ich mal machen? Wenn du Minuspunkte willst, kann ich es mal machen, ja. Plus 10. Ja, geh dann mal Level, Alter. Bernhard? Oh, 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 was haben wir da? Wir direkt mal raus. Der da. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Oh. Ja, jetzt machen wir erstmal die zweite. Dann nimm du deine. Ich geh mal ums Eck und klär das mit deinem Laude ab. Fahr da einen Scheunenwerfer rum, ey. Lampen. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer.
Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Bernhard? Ja? Hast du eine Abschleppe gelassen? Bei der, wo auf dem Gehweg geparkt hat. Scheiße. Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? Notfall. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. War. Ui. Links. Oh. Oh, Alter. Direkt zu, ey. Und noch am Parken. Hä? Wo fahr ich denn hin? Also, hä? Es geht. Hä? Ich versteh's halt auch nicht. Also, ist aber richtig. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Oder ist gerade gesoffen? Ich habe das Tempolimit eingehalten. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der defekten Scheinwerfer aus. Macht bis zu $150. So viel für so eine kleine Sache? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen bitte, Sie auf den Boden. Tun Sie das nicht! Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Null Alkohol. Ein Auto, Bennett, der hat Kokain und zu sich genommen.
Ziemlich knapp, aber... Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Der sperrt mich um den Bericht. Das Polizei. Und dann geht er in die Knast. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Einfluss. Ich versuche mal, deine Staude ein bisschen aufzulösen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Oh ja, das ist ein kleiner Stau. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort. So, kommen, aber Bernhard, wir sind doch fertig. Bin nur auf der Haare. Ich versuche aber noch den Stau wegzumachen. Ah, warte. Oh. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, super, dann können wir es nicht abschließen. Sehr gut gemacht. Doch, man fährt einfach weg. Ja, man kriegt ja die Punkte. Man kriegt die Punkte ja schon währenddessen. Sitzt. Bernhard, hol das. Ey, der haut ab! Einfach abgehauen. Wo rennt er nie? Wo? Ne, das Auto ist weg war. Oh. Oh, die Polizei. Kommt. Hat man doch noch ihn gepackt. Mögliche Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich habe Sie angehalten, weil Ihr Kennzeichen abgelaufen ist. Das passiert doch jedem Mal. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel Geld habe ich nicht. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch.
ist nur ein Unfall. Oh, Alter. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich geblinkt habe. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherung. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Officer. Doktor noch im Auto. Also die ist aber im Unfall beteiligt, aber hockt halt einfach im Auto und man kann sie nicht befrohen. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, das geht. Ich gehe zum Krankenwagen. Ja. Dann mal dann du jetzt noch mal. Oh ja, der illegale Gehstand, Salatbrück. Ja, super. Er hat einen Wurfstern. Was ist denn Was ist eine Wurfstern? Ein Klappmesser oder ein Pistol? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leicht. Ja, Klappmesser, der ist da, ne? Bernhard hat minus 5 gibt. Abgelaufenes Kennzeichen, ja. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Es geht. Ist aber abgelaufen. Ich muss Sie festnehmen, Sie führen ein Sprengmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Ich brauche Verstärkung. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Thank you.
Was? Jetzt hat es einen Abschlepper minus 5 gibt. Okay. Oh, egal, weg mit dem Arschloch. Was hat dann die gemacht? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Alter, das ist aber... eine kleine Sache? Die entkommt mir, scheint wirklich traurig zu sein. Jetzt wird sie direkt nur noch durchsucht. Reinhard, dann machen wir gleisvolle Programm. Die hat gar nichts dabei. Okay, jetzt sag ich mal der Person noch her. Ja, natürlich. Bitteschön. Ja, Glück hat Bernhard. Scheint nervös zu sein. Okay. Bei mir kann ich nicht machen. Alles gut. Einen schönen Tag. Passen Sie auf. Der steht falsch rum. Ach so, scheiße. Abschleppelos, oder? Du weißt nicht, ob man das darf. Was, wer? Was? Da, ich will irgendwas. Aber wenn man so zu einem schweren Unfall, hast du den schon auch genommen? Der ist auch genommen, ja. Adida, ne? Ja. Ja, ich weiß, müssen wir uns beeilen, aber das hat Vorrang. Ich muss ihn noch schnell durchsuchen und nur ihren Perso froh. Minus 5? Das war einer. Der parkt da mit auf dem Dings. Jetzt müssen wir einfach was, los. Was? Wenn nicht schnell, müssen zum Unfall. Gut, dann hänge ich schon die Eingeweide raus. Check, die parken da Autos. Oh. Ja, super. Der taucht aus. Warum das so ist? Weil du das Handgelenk brichst, um die Knöpfe zu drücken. Ich bin wohl ein bisschen zu schnell gefahren. Aha, gerast. Wollen Sie schon selber zahlen, dass er zu schnell gefahren ist? Dann gibt's direkt Molle. Das gibt einen Strafzettel wegen der Geschwindigkeitsüberträge. 100 bis 150 Dollar. Aber das Tempolimit bestimmt eingehalten. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Bitte schön, Officer.
Aha, gesoffert, das sehe ich doch. Oh, oh, oh. Sie bekommen einen Strafzettel wegen eines defekten Rücklichts. Macht bis zu $80. Wirklich? Das ist viel Geld. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen $50 und $250 kosten. Hier, Ihr Unfallbericht. So viel für so eine kleine Sache? Hey Bernard, der hat nichts Falsches gemacht. Dürfen fahren. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir eine. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Oh, was hat er nie gemacht? Hat nichts auf? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine. Und die dringend öfters. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ist das Polizeiauto? Was? Das Polizeiauto ist einfach durch alle anderen Autos gefahren. Ja, ja, das macht es manchmal. Da ist wieder eine. Der Jakob guckt over aus dem Dach, weil sie steht im Auto. Bernhard, nein, du bist der Fahrer halt, ich fahr nicht. Ich komm nicht raus, weil du vor der Tür stehst. Minus 5 CP. Der defekte Rücklichter. Oh, der hat von der A defekte Rücklichter. Der hat vorne defekte Rücklichter? Naja, ich hab. Der hat einfach defekte Rücklichter. Fahren einfach weiter, super. Oh oh. Der ist lichtig. Wer hat rot die Ampel? Der vor uns, oder? Der wollte abhauen. Ja, der hat nur defekte was? Ah ja, da echt unerdefekte Rücklichter. Unterstützung angefordert. Oh. Ist ein Officer verfügbar? Ich habe sie angehalten, weil sie über Rot gefahren sind. Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot.
Ihre Schicht ist um, Officer. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Alter, klasse. Die kann ich echt einfach abschleppen. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Ja, ich vorhin trotzdem einfach ein Minus kriegt. Weil wir müssen los. Komm mal einfach. Was wo? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Es gibt die Mappe 10. Können Sie mir einen Abschlepp schicken? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Also jetzt aber schnell. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ja, die parkenden Autos sind schon gefährlich. Ah! Ja, weil die Schicht ist eigentlich schon rum, ne? Was ist? Wir sind da. Was ist denn da? Na uns. Ein Raubüberfall. Wieder oder was? Na, doch. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gesehen? Ja, Officer. Ich weiß genau, wer es war. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Ihren Ausweis bitte. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Bitte schön. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. Das ist Anna? Hä, das ist Anna? Nein. Das Problem ist, da vorne hier hat halt der Bereich auf. Oh, nicht so geil. Scheiße, ey. Nicht, dass wir die verlieren. Ich hab ne! Der Flieder! Nächster! Bald gebe ich ihm die erste Strafzettel, weil er unerlaubt über die Straße ist. Ah ja, das hat gar nichts gegeben.
Weil es hat auch keine Punkte gibt. Es gibt doch keine Punkte mehr. Weil die Schicht zu Ende ist, vielleicht kriegst nur du Punkte. Also, weißt du, weil ich das Host bin. Scheiße. Alles für nix. Wie, aber Mama, da steht der Auto. Was mache ich jetzt? Hat echt nichts gegeben. Probier ich nicht, aber ich immer so lange weg war, habe ich ja abartig viel gesammelt. Waren wir da in einem anderen Modus? Free oder so? Eigentlich nicht. Was ist denn? Gut, ihr weiß. Ja, gut gemacht. Ein Stadtteil? Downtown oder Melting Pot? Wie lange geht so eine Patrouille? Dann hat sich die Hacke rausgemacht. Mit anderen Worten, tschüss. Ja, gut, von mir aus. Von mir aus, tschüss. Verlassen.